bin einfach groß geworden mit Michael Jackson. Also der hat mich wirklich meine ganze Jugend begleitet. Michael Jackson habe ich schon immer verfolgt und das ist das Event, was ich jetzt sehen will. Seit fast einem halben Jahr tourt das Musical Beat It durch den deutschsprachigen Raum. Und endlich, am 14. März hatte das Warten für die Ingolstädter ein Ende. In der Saturn Arena erweckte das Musical den King of Pop zum Leben. Ich war sämtliche Konzerte in München schon immer früher und darum möchte ich mir das heute auch noch mal anschauen. Auf jeden Fall erhoffe ich mir viel Musik und ein bisschen Action auf der Bühne. Es gab sogar mehr als nur ein bisschen Action. Die Darsteller sangen die größten Hits von Michael Jackson. Aber auch die bekanntesten Songs der Jackson 5. Ladies and Gentlemen, the Jackson 5! Man wusste nicht, was besser war, die Musik oder die Tänze. Denn es war wirklich alles dabei. Die Thriller-Choreografie und natürlich alle typischen Michael-Jackson-Moves. Ist das oder ist das nicht? Die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit verwischten. Nur die Schauspieleinlagen erinnerten daran, das hier ist doch kein Live-Konzert. Michael? Ja, das stimmt. Das Musical Beat It ist nicht nur was für Fans, sondern eine Zeitreise in die Popgeschichte der vergangenen Jahrzehnte. Ich bin jetzt nicht generell der mega Michael Jackson-Fan. Aber ich habe mir das Ensemble im Fernsehen angeschaut, ich habe es gesehen und habe mir gedacht, wow, einfach toll.